herzlich willkommen an Sie, an da oben. Einen schönen guten Abend auch an zu Hause. Hallihallo, da ist sie wieder. Puffpuffs, Happy Hour. Ja. Dem Spiegel Online unter den Kabarettsendungen mit dem schönsten Kameramann Mike und dem tollsten Publikum. Publikum. Ah, Eierlikör, Donnerwetter. Wer hat Star Wars gesehen? Hand hoch. Star Wars. Wie oft? Wie oft haben Sie es gesehen? Wie oft haben Sie es gesehen? Zweimal. Donnerwetter, das ist fast weh. Einmal 2D, einmal 3D oder immer 3D? Immer 3D oder sehen Sie? Ja, doch. Geht das mit Brille eigentlich? Geht. Ist ja immer eigentlich. Naja, ist egal. So, und ich war in Star Wars drin, ich fand es super. Also es war, ich habe mich total darauf gefreut, weil das ist ja so eine Reise auch zurück in die Kindheit, weil ich weiß noch, den ersten Star Wars, ja, das war ja nicht der erste Star Wars, das war Teil 4, weil es kam ja erst 4, 5 und 6 und dann kam ja 1, 2 und 3 und dann kam jetzt 7. Also, aber den ersten, welches der vierte war, also vor den anderen 9, den habe ich zusammen mit meinem Großvater und mit meinem Vater im Kino gesehen. Mit meinem Großvater, der hatte auch sehr viel Spaß dran. Ich glaube, das lag an den Uniformen. Ich habe immer neben mir so ein leises Heil Hitler gehört, wenn Darth Vader rauskam. Und er hat auch gegrüßt, der hinten immer, nimm den Arm jetzt runter. Ne? Und dann sind wir rausgeflogen. Also ich den, ja. Und dann, das war aber eine schöne Erinnerung. Jetzt den neuen, den habe ich mir ganz häufig angeguckt. Den fand ich irre. Die haben den ja wieder so gemacht wie die alten. Also die haben wieder Modelle gebastelt, ne? Schön mit Pattex, und dann haben sie die abgefilmt. So ganz klein. Das war so eine Reise zurück. Alles kommt ja auch wieder. Ne? Also auch Twix hier. Twix hatte eine Revival-Woche, haben sie es mitgekriegt? Eine Woche lang hießen die wieder Raider. Ne? Also viele haben sich gewundert, hör mal, das ist aber sehr alt, was du mir jetzt gerade hier verkaufst. Und dann fingen die erstmal an, nee, ist eine Revival-Woche. Ja, ist klar. Ist klar. Ja, Twix kommt wieder, alles kommt wieder. Fanta hatte jetzt auch die alten Flaschen von früher, ne? Diese alten geriffelten Flaschen, da fühlt man sich nochmal richtig wie ein Kind. Und Yps-Hefte sind auch wieder da, auch von früher. Lego verkauft jetzt Spielzeug für die Generation 35 plus. Und zum Einschlafen hören wir alle die drei Fragezeichen, ne? Weil es so toll ist, die drei Fragezeichen. Oh, ist das spannend, ne? Wenn da das Geisterschloss und dann, oh, alles kommt irgendwie wieder. Sehr interessant, in England hat jetzt in London hat das erste Bällebad für Erwachsene aufgemacht. Wirklich wahr, kein Blödsinn, das erste Bällebad, gucken Sie mal sich die Freude an, hier ganz viele, ne? Bällebad wirklich für Erwachsene, ja, da können Sie für 24 Pfund, können Sie für, ich glaube, 15 Minuten, können Sie in der, naja, wie in der, ja, und das sind, ja, weil das sind Spezialbälle, weil viele von uns sind ja was dicker und wenn Sie die, ja, bei den Ikea-Bällen hätten Sie relativ schnell eine plane Fläche, dann wäre das ein Scheibenbad, da hätten Sie ja nicht so viel Spaß dran, ne? Wobei, dann könnten Sie endlich mal sehen, was unter den Bällen ist. Das würde mich mal interessieren. Ich frage, den Teppich unter den Bällen, den würde ich mal gerne. Ja, das ist so. Wem gehört das? Oh, ein Popel. Naja, auf jeden Fall, das möchte ich nicht sehen. Ja. Aber alles kommt immer irgendwie wieder. Und was auch irre ist, letztens war ich bei einem Freund und der sagt, komm, wir machen Videoabend. Und dann meinte er zu mir, sag mal, willst du einen Onesie? Ich so, also ich stehe eigentlich nicht so auf dem perversen Scheiß. Dann meinte er, nee, Onesie, das ist was Neues. Weiß ich, hat das einer von Ihnen? Hat einer von Ihnen Onesie? Ich würde jetzt nicht aufzeigen, ganz ehrlich. Nein, Onesie, genau, ist ein Einteil, das ist ein Strampler für Erwachsene. Das gibt es aus Frotte, innen wie außen, mit einem großen Reißverschluss. Und dann ich war bei meinem Kumpel, der so, willst du ein Onesie? Und ich so, ich probiere es mal aus. Und dann saßen wir da beide in so einem Frotte-Anzug und zuzelten Kinderriegel. Das war wirklich, also zwischendurch hat er mir eine Buchse gemacht und dann hab ich das ist ja auch nicht. Ja, Buchse deshalb, weil die Onesies, die er hatte, das war das erste Modell, die, wenn sie auf der Toilette, dann müssen sie ganz nackig machen. Das ist ein bisschen, die neuen Onesies, die haben hinten eine Luke mit Klettverschluss. Das ist wirklich, können sie so und dann gibt's, können sie. Können sie alles kaufen. Kommt alles wieder, alles kommt irgendwie wieder. Haben Sie auch Soziologen und Psychologen sowas, die haben sich damit beschäftigt. Und zwar sei das eine typische Reaktion, wir versuchen in der Vergangenheit zu leben, weil da noch alles gut war. Der Stress da draußen, der macht uns so fertig. Deshalb versuchen wir, unsere Kindheit zu verlängern. Man spricht davon Nostalgiekonsum. Ne? Nach dem Motto, früher war alles besser, deshalb leben wir in der Vergangenheit, um bloß nicht die Gegenwart oder womöglich die Zukunft verändern zu müssen. Da dachte ich, ja, Donnerwetter. Ne? So viele Gedanken hätte ich mir gar nicht in meinem Ohren machen können. Ne? Also.
Das ist so. Und es gibt wohl schon eine neue Bewegung. Also das ist, heißt Kidalt. Also Kombination aus Kid und Adult. Also das heißt, man sucht wirklich nach diesem Infantilen im Leben, um da draußen bloß nicht richtig mehr mitmachen zu müssen. Es gibt auch schon eine Hardcore-Kategorie, das sind die Paleo-Dults. Kein Blödsinn, was ich Ihnen erzähle, stimmt wirklich. Es sind Leute, die zurück in die Steinzeit wollen. Weil da war es wohl noch stressfreier. Wissen Sie? In der Steinzeit, was hatten sie? Da hatten sie Jagen, bisschen Fiki-Fiki und was essen. Also Liebe machen, zwischen Liebe machen und Schlafen. Also Beischlaf und, also das, und Fressen, das war. Und irgendwann gibt es wahrscheinlich noch Amöbo-Dults. Das ist dann, ja, dann legen sie sich in eine Pfütze und warten, bis sie zwei sind. Keine Ahnung. Also, naja, kommen Sie, das, ja. Okay, ja, komm. Hier so ein. Also so ein Wimperntierchen hatte ja nur wirklich keinen Stress. Ne? Also hatte ja kein Burnout. Wenn es Burnout hatte, dann hat sie es geteilt und gesagt, mach du. ja. Kommen wir mal alle hin. Wir leben in der Vergangenheit, das ist eigentlich so schade. Anstatt dass wir mal sehen, dass wir jetzt auch wieder Astronauten, Abenteurer oder Weltveränderer sein könnten, ist eigentlich so traurig. Wir ziehen uns alle unsere Onesies an, stecken uns den Finger im Po und träumen von einer Welt, wie sie früher einmal war. Wobei, eigentlich wäre es gar nicht schlecht, wenn wir tatsächlich wie früher leben würden, das wäre eigentlich gut, wie Kinder. Wissen Sie, da hat man auch noch Konflikte geregelt. Wissen Sie? Da hat man mal eine Schippe genommen und gesagt, ne? Und dann war es gar, vielleicht sollten wir dahin mal zurück. Ich weiß es nicht, aber wir sind ja auf einem guten Weg. Dankeschön. Also ich stehe mir gerade so den geneigten öffentlich-rechtlichen Zuschauer vor bei der Nummer gerade. Schwanzlutsch. Oh. Haben wir noch ein Nüsschen? So. Verstehen Sie mich? Ja. Wobei, man muss ja auch mal, wir sind ja im Bunker des Frohsinns, wir sind ja hier die Schlammwürmer. Wir müssen ja auch mal offen miteinander drüber reden. Also wir müssen auch mal über die Situation draußen ganz kurz reden. Wir müssen auch mal selbstkritisch sein. Vielleicht haben ja auch die rechten Populisten recht. Könnte ja auch sein. Ich meine, da laufen ja immerhin so viele Leute hin. Ich meine, Sie haben das ja bei diesen Bindestrichwahlen von den Ländern mit nicht so viel Genom. Da haben Sie ja da haben ja viele gewählt. Da haben ja viele die gewählt. Und da muss man sagen, vielleicht haben die recht. Ich meine, bei einem Buffet, wo viele in der Schlange stehen, meinen sie auch, das ist lecker. Oder billig. Gut, das kann auch sein. Aber mein Gott, also da mache ich keinen großen Unterschied. Wie bei Nutten, das ist ja. Naja, also, aber ja, man muss ja mal drüber reden. Ich meine, die sind ja erfolgreich, diese Pop-Rassisten hier. Donald Trump, super cool. Der sagt ja sogar, ich könnte einen Menschen erschießen und meine Wähler würden mich noch wählen. Und die würden auch zur Not für ihn schießen. Marine Le Pen sagt auch sowas, Muslime sind alles Nazi-ähnliche Besatzer. Haut die raus und sagen alle, ja, das war, ja, ja. Und wir haben Frauke Petri. Frauke Petri ist ja erstmal grundsätzlich gegen alle. Die ist gegen alle. Bis sie in einer Talkshow sitzt, dann ist sie wiederum dafür. Sie ist immer erstmal gegen alle und dann ist sie dafür. Also sie ist erstmal dafür und dann dagegen. Und dann ist sie dagegen dafür. Also sie ist fürs Dagegen dafür. Also die muss weg. Naja, aber das Problem. Naja, das Problem ist ja jetzt, die sind so sexy, diese Demagogen, die sind ja so, dass sie auch schon so gemäßigtere Politiker da so eine kleine Scheibe abschneiden. Ne? Ich meine, so eine Erika Steinbach, die hebt ja auch verbal mal ganz gern das rechte Ärmchen. Ne? Dann twittert sie da so einen lustigen Cartoon, haben wir gelacht. Und Horst Seehofer, das ist ja unser deutscher Donald Trump, der hat ja auch so eine lustige Frisur, der haut ja auch mal einen rauf, wo du denkst, warum schnüffelt der Kleber, was soll das? Also soll das halt sein. Das? Ja. Im Grunde genommen, Sie müssen eigentlich, wenn Sie heute als Politiker auffallen wollen, müssen Sie entweder rechtsradikal sein, ach so, ja, oder Sie nehmen Drogen. Volker Beck hat das eigentlich richtig gemacht. Der hat einfach, nee, eigentlich hat der hat gesagt, die Welt da draußen ist mir zu verrückt und dann hat er sich schön einen durchgezogen. Der hat es richtig gemacht. Das Einzige, in einer Sache sind sich diese rechten Denker sind sich einig. Ne? Alles Fremde muss weg. Ne? Dieses Andersartige als das Ortsansässige, das muss weg. Weil es ist ja immerhin, also die sind ja schuld daran, ne? An diesen Sachen, die hier schief liefen, bevor sie überhaupt da waren. Das ist interessant. Das ist ungefähr so, als würden Sie, seit Jahrzehnten haben Sie eine kaputte Fensterscheibe. Ne? Und dann zieht eine Familie mit Kindern bei Ihnen in der Straße. Irgendwann kommen die Kinder mit einem Ball raus und Sie sagen, aha, da sind die Arschlöcher. Ne? Wir geben im Moment der Gegenwart die Schuld an der Vergangenheit. Das ist krass. Das ist krass. Ich meine, wir sind doch hier eigentlich halbwegs schlau. Und ich meine, Sie gucken gerade Dreisat, dann sind Sie sowieso elitär.
Sie sind feuilletonistisch unterwegs. Und ich weiß, viele fragen sich gerade, was heißt das? Ich weiß es auch nicht. Wir sind doch halbwegs schlau. Ich muss Ihnen sagen, diese ganze Historie mit den Ausländern hier, Ausländern da, ich habe es schon mal in einer Sendung gesagt, aber ich finde, man kann es nicht häufig genug sagen. Es gibt keine Ausländer. Es gibt nur Arschlöcher und Nicht-Arschlöcher und damit fertig. Das ist die einzige Wahrheit, die es da draußen gibt. Und ich gehe noch weiter. Moment. Und ich gehe noch weiter. Es wird zwar im Moment nicht so gerne gehört, weil es dann heißt, du stellst dich auf die gleiche Ebene, aber ich sage Ihnen noch eins, Pegida und die AfD sind in meinen Augen auch Arschlöcher. Die untergraben unser System. Das sind keine Volksparteien. Diese Parteien unterwandern eine Demokratie, die es so weit gebracht hat. Und sollten Sie da draußen oder hier drin AfD-Sympathisant sein, dann tun Sie sich einen Gefallen. Gehen Sie online und schauen Sie sich das Parteiprogramm der AfD an. 60 Seiten hat das. Mit einer normalen Schriftgröße und den Bildern raus sind es noch 14 Seiten. Schaff's, schaff's. Und dann lesen Sie sich das mal da durch. Da steht nichts drin. Nichts, da ist keine Lösung, keine Utopie, keine Vision, noch nicht mal der Ansatz einer Lösung steckt da drin. Das Einzige, was da drin steckt, ist Hass, 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 Hass. Am Anfang steht allein eine Seite mit einem Drohszenario, dass die Flüchtlinge alle schuld seien, dass sie immer alle schuld seien. 8 Arschlöcher in Paris verüben einen Attentat und wir sagen, alle Ausländer sind schuld. 25 Antänzer im Kölner Hauptbahnhof und wir sagen, 1 Million Flüchtlinge sind alles Vergewaltiger. Damit kommen wir nicht weiter. Das Einzige, womit wir weiterkommen, ist, wir müssen wählen gehen. Wo hat die AfD die meisten Stimmen? In dem Bundesland, wo nur 60% zur Wahl gegangen sind. Wir müssen alle wählen gehen. Wir sind keine Arschlöcher. Wir sind eigentlich gut. Und wenn Sie da draußen tatsächlich Angst haben sollen, ja, dass wir überrannt werden von was weiß ich, und Sie glauben immer noch, Sie müssten die AfD wählen, dann sollte Ihnen klar sein, wenn Sie die AfD wählen, dann zementieren Sie die großen Koalitionen ein. Dann haben wir noch mehr Stillstand in diesem Land. Und ich finde es auch nicht toll, was politisch da passiert. Aber es ist noch lange kein Grund, die Falschen zu wählen. Und sollten Sie Angst vor Terroristen haben, eine kleine Statistik. Die Möglichkeiten, dass Sie durch einen Selbstmordattentäter sterben, sind geringer als durch einen Haiangriff. In Deutschland. Dankeschön. Das ist eine Kirche, ne? Ich weiß nicht, wie fühlen Sie sich denn hier drin? Gut? Ist klasse, oder? Kabarett und Kirche, dass das einhergeht, oder? Das? Fühlen Sie sich wohl, dann geben Sie mal einen Applaus, wenn Sie das schön finden. Ist doch, ja, gut. Sehr schön. Ja, weil das zeugt ja auch von ihrer liberalen Haltung, wie cool sie das finden, dass auch Kirche hier. Konsequent wäre es natürlich, wenn wir dann beim nächsten Mal aus dem Lobbybereich der Deutschen Bank senden, oder nicht? Und wenn Sie jetzt sagen, das ist ja ein Riesenunterschied, das stimmt. Die Deutsche Bank ist das zweitgrößte Unternehmen der Welt, die Kirche ist das größte. Nein, das ist okay. Nein, ist doch okay. Kabarett ist Heuchelei, das wissen wir alle. Ähnlich wie Ehe. Ehe ist die größte Heuchelei. Ich meine, Sie sind wahrscheinlich auch regelmäßig in der Kirche, wenn einer heiratet, oder? Machen Sie mal Hand hoch. Wer von Ihnen ist verheiratet? Zeigen Sie mal an, wer ist alles verheiratet? Oh, gucken Sie mal, halt mal die Kamera drauf, das ist ja Wahnsinn. Das sind ja fast alle. Ein Saal voll Optimisten, sehr schön. Na wieso, kommen Sie. Statistisch gesehen wird jede zweite Ehe geschieden. In Deutschland. Jede zweite Ehe. Ne? Wir können dann jetzt hier einfach mal so durchgehen. Eins und Sie dahinter, schade. Ist so, jede zweite Ehe. Ja, mal ganz ehrlich, würden Sie sich ein Auto kaufen, bei dem Sie wüssten, jedes zweite explodiert? Wo ist jetzt Ihre zurückhaltende Empörung? Muss man vielleicht auch einfach mal darüber sinnieren, ist Ehe überhaupt noch das Richtige für unsere polyamoröse Gesellschaft vor sequentieller Monogamie? Ich weiß, nochmal kriege ich den Satz nicht hin, aber trotzdem muss man ja einfach mal... Nein, ich weiß ja nur, bei mir im Freundeskreis lassen sich im Moment alle scheiden. Alle lassen sich scheiden. Die zweite Runde wird eingeläutet. Das Scheidungskarussell, es fängt sich an zu drehen, weil sie alle denken, da draußen wartet noch irgendein geilerer Partner auf sie. Und ich finde das schade, weil vielleicht ist Ehe auch was Gutes. Ich meine, Sie sind ja hier als heillose Optimisten und Christen, Sie sind ja auch der Meinung. Und ich habe mir auch gedacht, da muss man vielleicht mal drüber nachdenken. Vielleicht ist Ehe was Gutes. Immerhin die kleinste Form von der Gemeinschaft, die kleinste Form von, sagen wir mal, Gesellschaft. Zwei Menschen, die sich zueinander, füreinander, für irgendwas bekannt haben, in guten wie in schlechten Zeiten einfach mal Schulterschluss zu üben. Sie haben einen Partner, Sie haben eine Konstante. Selbst wenn Ihr Partner ein Arsch ist, es ist ja verlässlich.
Ne, wenn einer ankommt und fragt, wer ist das, können Sie sagen, ist mein Arsch. Ne, ist eine Konstante, ist gut. Ist gut. So, und ich habe mir auch gedacht, vielleicht muss man einfach die Ehe mal wieder retten. Ja, also, dass man hier vorne auf was Positives postuliert. Und ich wollte nicht diesem deutschen Aktionismus frönen, der da heißt, hinsetzen, zurücklehnen, warten, bis es vorbei ist. Nein, ich dachte, man muss was machen. Und dann habe ich ein System entwickelt, ein Konzept, eine Systemtheorie, die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Nur direkt vorweg, steckt noch in den Kinderschuhen. Seien Sie nicht zu kritisch, aber hören Sie es mal an. Okay? Also, meine Idee beruht auf der Aussage, Krisen festigen die Beziehung. Okay? Merken. Funktioniert folgendermaßen. Wenn ich sehe bei mir im Freundeskreis, da kriselt es in einer Ehe, dann verabrede ich mich mit dem Ehemann, mit ihm. Wir gehen dann so ein Bierchen trinken, ne, so ein Testosteronabend. Er redet, ich höre nicht zu. Und ab einem gewissen Punkt sagt er dann meistens, Mensch, wie geht's dir eigentlich? Ne, und dann sage ich, oh du, mir geht's super. Ach übrigens, ich habe auch gestern deine Frau getroffen. Ne, meistens sagt er dann, ach echt, und wie geht's der? Und das ist mein Moment. Das ist mal, weil dann sage ich, du, ich glaube noch besser, weil die war mit einem anderen Typen unterwegs. Und das stimmt gar nicht. Ich lüge den dann an. Meistens reagiert er dann irritiert nach dem Motto, wie jetzt? Und dann sage ich nur, ja. Und dann fragt er, und was haben die gemacht? Dann sage ich nur, ja. Und dann sagt er, ich glaube, ich muss mal nach Hause. Und dann sage ich, aha. Ja. Also geht er nach Hause und stellt sie zur Rede. Zwei Szenarien sind möglich. Szenario Nummer 1 ist bis jetzt noch nie eingetreten, aber rein theoretisch könnte es ja sein, ich hatte recht. Ich hatte recht, das heißt, er kommt nach Hause, stellt sie zur Rede, sie sagt, oh stimmt, krass, woher weißt du das? Ich liebe dich nicht mehr, die beiden trennen sich, der Drops ist gelutscht, könnte man auch mal Danke sagen, aber okay. Und nein, nein, ich sehe das wissenschaftlich, ist okay, ist okay. Oder natürlich Szenario Nummer 2, sehr viel wahrscheinlicher. Ich hatte natürlich Unrecht, ist ja auch klar, war eine Lüge. Das heißt, er geht nach Hause, stellt sie zur Rede, sie sagt, sag mal, was soll der Scheiß? Die fangen sich tierisch an zu zoffen. Während des Streits schmeißen sie sich alles mal in den Kopf, was ihnen schon immer auf der Seele lag. Sie sehen, ach guck mal, dem anderen liegt noch was an mir. Die versöhnen sich, landen in der Kiste, Versöhnungsex, das Ding hält ein Leben lang. Krisen festigen die Beziehung. So, und das versuche ich auch noch individuell anzupassen. Wisst ihr, bei mir im Freundeskreis gibt es ein Pärchen, die haben richtig Knatsch. Richtig. Susanne und Michael. Die Namen sind nicht geändert. Und, na, ja, warum? Die haben ja schon Streit. Auf jeden Fall, ich weiß, Michael kommt immer pünktlichst um 17 Uhr nach Hause. Also habe ich für sie für 16.55 Uhr ein Chippendale bestellt. Wissen Sie, das sind diese Stripper. Und dem hatte ich gesagt, sobald du im Flur bist, mach dich nagelig. Das heißt, wenn Michael die Tür aufmacht, dürfte der Typ im Stringtanger im Flur stehen. Das heißt, da treffen die drei aufeinander. Und dann ist natürlich Klärungsbedarf. Und ich habe mir gedacht, wenn sie die Situation meistern, dann hält das ein Leben lang. Krisen festigen die Beziehung. Ja, also wie gesagt, steckt noch in den Kinderschuhen das Modell, aber ich mache wenigstens was. Ich mache wenigstens was. Noch eine kleine Statistik zum Abschluss, auch für die heiligen Tage. Wussten Sie, 70% der Menschen, also 70% auch von Ihnen und zu Hause am Bildschirm, gehen fremd oder sind schon mal fremdgegangen? Komische Stimmung im Saal, finden Sie nicht auch? Fröhliche Weihnachten. Dankeschön.